Die Ausrüstung ist angelegt, es kann aufwärts gehen. Mit Muskelkraft hieft sich Max Uerdeburg auf seine Beobachtungsplattform im Dschungel des zentralafrikanischen Gabun. Von den Baumwipfel aus macht er Aufnahmen von einer Gorilla-Familie, deren Schutz er zu seinem Anliegen gemacht hat. Das Ziel des Programms ist es, die Gorillas, aber auch die Lichtungen zu schützen. Dabei arbeiten wir mit den Forstbetrieben zusammen, um gesicherte Zonen einzurichten. 2008 hat er das Bambidi-Gorilla-Projekt ins Leben gerufen. In Gabun gehört der Wald zu den wichtigsten Einnahmequellen. Große Teile werden bewirtschaftet. Doch der Maschinenlärm, die fallenden Bäume, die Straßen quer durch den Dschungel und nicht zuletzt die Jagd machen das Zusammenleben mit dem Menschen für die Gorillas nicht gerade einfach. Das Holzwerk Compagnie Equatorial de Bois und sein Schweizer Mutterhaus bemühen sich hier auf einer Fläche von 600.000 Hektar um Nachhaltigkeit. Das Unternehmen versucht, Ökonomie und Ökologie unter einen Hut zu bringen. Man kann nicht den ganzen Wald unter Schutz stellen. Die Leute müssen ja leben und sie leben vom Wald. Die Forstbetriebe sind die Lebensgrundlage für viele Kommunen hier. Wenn sie gut geführt sind, und die Arbeit von Max hat das gezeigt, kann man die Tierwelt und das Ökosystem in einem Zustand belassen, in dem gefährdete Arten wie Gorillas überleben können. Qui permettent la survie d'espèces très sensibles comme le gorille. Max Uerdeburg wünscht sich indes, dass die Unternehmen noch einen Schritt weitergehen und dauerhafte Schutzzonen um die von Gorillas aufgesuchten Lichtungen einrichten, damit die Nachbarschaft mit den Menschen für die Primaten in Frieden möglich ist.